Hier ist Oliver Kern für OK for Kids. Heute geht es um Kinderanimation. Ich sitze hier mit einem Profi, dem Christian. Hallo. Christian, der ist ein Profi auf diesem Gebiet. Und den fragen wir jetzt mal, was ist denn das, ein Kinderanimateur? Also der Beruf ist sehr vielseitig. Den kann man nicht erlernen. Man macht natürlich ein Casting mit, ein Seminar mit, wo man 10 Tage den erklärt bekommt, was man mit den Kindern machen kann, was nicht. Dadurch, dass ich das jetzt schon seit 6 Jahren mache, besuche ich natürlich Pädagogikseminare, Kreativseminare, wo du neue Sachen kennenlernst, um dann mit den Kindern die Sachen umzusetzen. Wie wird ein Animateur ausgebildet? Also ein Animateur wird ausgebildet, indem er sich bei einer Firma jetzt bewirbt. Dann geht er auf ein Casting. Auf dem Casting gibt es dann verschiedene Spiele, wo dann halt rausgefunden wird, ob du für den Job geeignet bist oder nicht. Dann ist es so, dass du dann noch auf ein Seminar gehst und dann da 10 Tage nochmal alles über die Animation lernst, auf was du zu achten hast, bei der Kinderanimation zum Beispiel. Natürlich gibt es auch noch Sportanimation, wo du dich dann mit mehr befasst, wo es um die Regeln geht. Dann ist es natürlich so, dadurch, dass ich den Job jetzt schon so lange mache, habe ich dann halt immer weiter geguckt, um mich immer weiterzubilden, bin ich auf Pädagogikseminare gegangen, an Fachhochschulen. Jetzt ist es mittlerweile so, dass ich Lizenzen erworben habe, wo ich jetzt berechtigt wäre, jetzt in Deutschland mich als Erzieher zu bewerben. Christian, was macht dir bei dem Job am meisten oder am besten Spaß? Am meisten Spaß macht mir natürlich die Kinderdisco, weil die Kinder natürlich immer scharf drauf sind, was Neues zu lernen, neue Tänze zu lernen. Dann natürlich diese, wie schon angesprochen, die Motto-Tage. Bei OK for Kids geht es ja um Themen rund um Kids, auch ein bisschen aus der Papa-Perspektive. Wir sind jetzt hier gerade in Österreich, mitten in einem Skigebiet, und in diesem Hotel sind die Gäste in der Regel eine Woche, nur eine Woche. Was unternehmt ihr jetzt hier mit den Kids und warum ist so ein Kinderprogramm OK for Kids? Also das Programm ist natürlich, wir bekommen eine Liste, wo wir die Kinder, wo es draufsteht, wie alt die sind, da mache ich mir im Vorfeld natürlich schon Gedanken, 2-3 Tage vorher, was ich mit den Kindern machen kann, ob jetzt nur Kinderdisco oder eine Kindershow mit einzubauen, je nachdem wie fit die Kinder schon sind. Dann haben wir verschiedene Spiele, die wir mit denen machen, so Kennenlernspiele. Dann natürlich, was Eltern auch oder Papas mit den Kindern daheim auch machen können, sind so Nudelketten. Nudeln hat jeder zu Hause, ein bisschen Wassermalfarbe nehmen, die anmalen. Könnten den Eltern das Gleiche bieten wie so eine Kinderanimation in so einem Urlaubsort? Also das Gleiche jetzt nicht direkt, aber Eltern könnten sich schon mehr mit der Kreativität beschäftigen, mehr im Internet nachlesen, welche Spiele man jetzt mit Kindern spielen kann. Dann bei Kindergeburtstagen zum Beispiel so nicht nur immer diese Clowns-Geschichten und über irgendwelche Luftballons aufhängen, sondern einfach mal was Neues ausprobieren. Und was wäre das zum Beispiel? Gipsfiguren zum Beispiel. Gips hat jeder Papa eigentlich zu Hause. Und den einfach dann irgendwie Gipsfiguren gießen mit den Kindern. Das können Kinder schon mit 3 Jahren alleine. Ja. Vielleicht, wie können Eltern die Kids auf so eine Freizeit vorbereiten? Gibt es da irgendwelche? Also man kann sich schon darauf vorbereiten. Man kann im Vorfeld, die Eltern wissen ja, dass sie in einem Familienhotel mit Animationen fahren, dann können sie ja im Vorfeld den Kindern schon sagen, ja, da gibt es, die meisten Eltern nennen es Kindergarten, da gibt es einen coolen Kindergarten, wo ihr hingehen könnt, wo es dann halt verschiedene Sachen gibt. Da gibt es was malen, dann könnt ihr basteln, dann gibt es, wie gesagt, schon diese Piratentage, Eskimo-Tage, wo ein Iglu baut zum Beispiel. Mhm. Das können Eltern im Vorfeld natürlich schon machen. Dann wissen die Kinder, super, ich kann da noch mehr machen außer Skifahren. Für welche Kinder ist so ein Freizeitangebot gut geeignet? Also eigentlich für alle Kinder. Also ab 3 Jahren drunter ist es immer noch ein bisschen schwierig, weil die dann noch sehr Mama- oder sehr Papa-bezogen sind. Es gibt natürlich schon Kinder, die schon mit 2 in den Kindergarten gehen. Das ist natürlich was anderes. Die wissen dann schon, ich kenne jetzt einen Betreuer. Was würdest du Eltern empfehlen, wie sie ein Hotel oder eine Freizeitanlage mit Kinderbetreuung auswählen sollen? Also es ist eine sehr schwierige Frage, weil es ist natürlich, je nachdem wie das Team bestimmt ist. Es gibt Teams, die funktionieren zu 100%. Dann gibt es natürlich Teams in Hotels, wo es halt gar nicht funktioniert. Und da ist eigentlich am einfachsten, ins Internet zu gehen, verschiedene Foren zu besuchen, Holiday Check, dann einfach mal zu googeln über das Hotel selber. Was ist da, was die letzten Gäste so die letzten 3 Monate drüber geschrieben haben. Teams sind immer, es gibt ein Sommerteam, was von April bis Ende Oktober da ist, und dann kommt das neue Team von November dann bis Anfang April, wo dann der Wechsel wieder stattfindet. Und da dann halt einfach, bevor man da hingeht, bevor man bucht, einfach nochmal durchlesen. Es gibt auch Hotels, wo das Team länger besteht, wo es 1 Jahr oder 2 Jahre bleibt, einfach weil es so gut funktioniert mit dem Hotel, mit allen drum und dran, mit den Angestellten. Worauf kommt es an bei der Kinderbetreuung und wie können Eltern darauf achten oder die Signale richtig sehen? Also bei der Kinderbetreuung kommt es natürlich ganz, ganz arg darauf an, dass wenn Kinder am ersten Tag kommt, dass man den Kindern erstmal ein bisschen Ruhe lässt,
dass die erstmal alles anschauen können, dass die erstmal gucken können, was gibt's hier, welche Möglichkeiten habe ich jetzt. Die Eltern sind natürlich am ersten Tag immer dabei. Dann einfach ein ruhiges Programm machen, einfach so Kennenlernspiele, dass die Kinder sich untereinander kennenlernen. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Für die Eltern ist es immer ganz gut, wenn die am ersten Tag dabei sind, aber dann sollten sie ihren Kindern schon den freien Lauf lassen, damit die dann selber gucken können, wie sie jetzt spielen können und mit ihren Freunden dann zusammen Kinderdisco machen können zum Beispiel. Also auch nicht immer da reinschicken, sondern auch mal so, wie sie gerade Lust haben, die Kinder. Genau, also die Kinder nicht dazu zwingen, sondern den Kindern sagen, möchtest du einen Kinderclub? Und die meisten, also es ist zu 90% ist es so, dass die Kinder schon gar nicht mehr einen Skikurs gehen wollen morgens, weil sie einfach sagen, ich möchte jetzt in den Kinderclub. Was ist es genau, was dich so richtig reizt an dieser Kinderanimation? Warum machst du diesen Job? Warum ich den Job mache, ist einfach das Leuchten in den Augen von den Kindern. Das ist einfach Wahnsinn, wenn du mit denen eine Show einstudierst, ja, die sind da richtig bei der Sache dabei, weil es einfach was Neues ist. Dann, wenn die unten sich gegenseitig schminken dürfen oder uns mal schminken dürfen, uns die Haare hochstellen dürfen, das ist einfach Wahnsinn, weil das einfach mal was Neues ist, was sie sonst nicht machen dürfen. Was ist Kreativität für dich? Also für mich ist Kreativität, dass ich einfach mit den wenigsten Sachen was ganz Großes bauen könnte. Also das ist für mich Kreativität.